Ja, servus liebe Shisha-Freunde, Big2B und Shisha-Olli wieder am Start. Ein neues Video mit dieser Pfeife hier. Ich habe schon viele Leute gehabt, die gefragt haben danach und jetzt stellen wir sie euch offiziell vor. Wie ihr alle schon seht, das handelt sich hier um ein Kaya-Produkt und zwar die Kaya La Copa 3.0. Die dritte Pfeife von Kaya, was Glas mit Glas zu tun hat. Die dritte Glaspfeife und ja, wir nehmen sie mal kurz auseinander, schauen sie uns mal aus der Nähe an, bevor wir richtig loslegen. Wir fangen mal von oben an. Der Kopfadapter ist gleichzeitig die Rauchsäule mit einer Kühlflüssigkeit, wie man sehen kann, die drinnen ist. Die kann man auch, wenn man möchte, bestimmt hier dran in den Stöpsel rausnehmen, entleeren, falls es die stört. Man könnte die jetzt ein paar Stunden lang ins Gefrierfach tun und dann könnte man ein bisschen kühler rauchen. Und ja, also von der Verarbeitung muss ich sagen, sehr robust, sehr dickes Glas, das gehört sich so, so ist gut. Und vorne dran kann man auch sagen, sehr gut verarbeitet, weil da kriegt man auch mal die normalen Köpfe drauf. Bei der La Copa 1 hatte man noch so einen großen Kopfadapter, da haben wir so gut wie nie was drauf bekommen. Dann das Glastauchrohr wird hier versenkt. Auch Standard Glastauchrohr, nicht besonders lang, ganz normal, mit Diffuserwirkung. Hier dran haben wir drei Schlitze. Das Ganze dann noch ein bisschen Geräusch mindern und wie man sieht, immer alles schön angeschliffen mit Kaya-Logo. Dann kommen wir zum richtigen Teil, zur Base. Wie man sieht, hier drinnen ist es, hier wurde es nach innen verlegt dieses Mal, das Ganze. Alles andere wurde immer, ja, verlängert, sage ich jetzt mal, das wurde jetzt nach innen gemacht, so ist die Pfeife auch ein bisschen kleiner geworden. Und wir haben zum ersten Mal keine Glaskugeln mehr, sondern Plastikkugeln, sind erstens leichter. Gummi, stimmt. Und sind erstens leichter und zweitens sollten die dann auch besser dicht machen. Das werden wir aber dann auch gleich testen. Und Kaya-Logo haben wir auch wieder dran, wie man sehen kann. Und ist auch wieder eine Zweischlauch-Variante, gibt es ja nur so. Gut, dann kommen wir noch zur Bowl. Die ist jetzt nichts Besonderes, ganz normal. Eine, ja, Kugelform eher, so unten dran. Ja, sieht ganz normal aus. Man könnte aber theoretisch auch die anderen Bowls verwenden. Falls ihr noch eine 1er zu Hause habt mit den Elefantenfüßen, sage ich jetzt mal, könntet ihr die auch problemlos benutzen. So. Naja, Kugel eher, die hat gesagt, Tropfenform. Also. Dann taufen wir sie jetzt zur Tropfenform. So, was ich auch gut finde, das Glas ist dieses, oder halt das Tauchrohr geht dieses Mal gerade runter, es ist nicht schräg oder schief, wie bei den anderen Varianten. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Und das Einzige, was wir wieder bemängeln, wie bei jedem Video, wieder kein Glasteller, sondern eher bloß wieder ein ganz normaler. Und der steht auch nicht wirklich stabil drauf, wie man hier sieht, der wackelt ziemlich. Aber was ich gehört habe, laut Kaya soll anscheinend, oder halt hat anscheinend Kaya mal behauptet, ich habe es aber von ihm nicht, das ist jetzt offizielles Gerücht, sollen noch Glaskohleteller folgen zum Nachkaufen oder vielleicht dann auch als komplettes Set mit der Shisha. Wir schauen uns das mal an, falls es so sein sollte. So, die Kohlen sind so gut wie durch. Jo, dann können wir loslegen. Wir rauchen heute Alvaha Blue Banana und ganz normal im Pfanne, dreiviertel gefüllt. Eine Lage Gastro Alu, Komplettlochung und drei Bricots. Gut. Wasser haben wir natürlich wieder ungefähr 3 cm ins Wasser, das Tauchrohr ins Wasser, also von der Füllung jetzt, also lass mal gucken, ob jetzt hier reinkommt. Wir haben jetzt hier die EGE-Glasadapter, falls ihr die nicht habt, benutzt die klassischen China-Head-Dichtung plus eine dünne Wanddichtung, genau, die gibt es bei Smoking Shisha zum Beispiel. Man könnte auch im Prinzip sagen halb voll. Ja. Also die sind jetzt nicht optimal. Dieser EGE-Glasadapter, aber wenn man ein bisschen dran arbeitet, ein bisschen hier reindrückt, soll es, jetzt müsst es halten. Es ist eigentlich weit genug drin. Wir werden sehen, ob er abstürzt oder nicht. Mal schauen.
Also, dann gucken wir mal, wie man sieht, der Kohleteller, naja. Da eiert. Also da sollte man auf jeden Fall... Wenn man Kugel reinlegt, und kann man jetzt schön rumrollen. Der Durchzug ist minimal schlechter wie bei der 2er und bei der 1er, muss ich sagen. Kann aber auch daran liegen, weil die... Weil der Gummi, der jetzt hier drinnen ist, der das Ganze ja, die Kugel ja auffängt, sage ich jetzt mal, dass das Ganze insgesamt ein bisschen kleiner ist. Und deswegen kann es natürlich gut möglich sein, dass daran liegt. Jetzt probiere ich es mal mit der dünnen Wanddichtung, ob es da besser hält. Das ist ja auch die ihr euch zulegen solltet für die Pfeife. Ups, da bleiben. Schauen wir mal, ob wir die da reinkriegen. Oder welche Dichtung wir da benutzen können, weil wir haben es ja selber noch nie probiert. Aber das sieht schon gut aus, da geht sie direkt rein. Und jetzt kann ich eigentlich komplett reinstecken und das sollte jetzt eigentlich gut halten. Genau. Jetzt ist er Denner. Ja, und hält besser. Also so, die ist eigentlich optimal, die Dichtung. Bei mir hält die Glas perfekt. Kommt halt immer drauf an. Die Größe von den Gläsern kann ja um 0,5 Millimeter variieren. Ja, gut, ist ja. Vielleicht hält es einfach bei mir besser hier drüben. Kann auch sein, dass du den Schlauch ein bisschen weiter reingesteckt hast und... Kann auch sein, dass mein Metallanschluss ein bisschen dicker ist und deswegen der Gummi ein bisschen weiter auseinander gepresst hat. Ein Fall für Galileo Mystery. Viel Physik spielt damit bei Rolli. Genau, aber was man gleich sagen kann, die Pfeife ist sehr gut verarbeitet. Also die Glasqualität hat sich auf jeden Fall verbessert. Es ist alles dicker geworden, das Glas selber ist dicker geworden. Ist also auch ein bisschen stabiler geworden. Trotzdem nicht geeignet für Betonboden. Ja. Das ist auf keinen Fall, ganz klar, aber qualitativ hat sich die Pfeife auf jeden Fall weiterentwickelt, finde ich sehr gut. Auch das Aussehen finde ich super, auch mit der blauen Flüssigkeit, sieht auch schön aus, kann man ja ausleeren, wenn es einen stört. Dann ist sie durchsichtig, dann ist es halt nicht mehr blau, rausch Fanta rein, ist gelb, ja. Scheißegal. Und also mir wurde jetzt aber trotzdem die Cone Bowl besser gefallen. Genau, die wir als letztes von Kaya vorgestellt haben, die Cone Bowl, könnte man natürlich da auch benutzen dafür. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Die habe ich jetzt bloß gar nicht da, sonst hätte ich sie euch noch schnell gezeigt. Weil die ist auch komplett durchsichtig. Genau, also die würde bestimmt auch nicht schlecht ausschauen bei der Pfeife, aber so in dem Paket sieht es eigentlich auch schon nicht schlecht aus. Und jetzt schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall, wie der Elefant dafür ist. Ja, aber das ist Geschmackssache. So, jetzt gucken wir mal, wie der große Windschutz. Da, schaut ihr, könnt ihr auf keinen Fall draufsetzen. Das Gewicht von diesem großen Windschutz ist zu stark. Deswegen auf jeden Fall eine bessere Lösung. Der wurde wäre ein Vorteil. Wo ist denn der eine Windschutz? Ach, bei mir. Der müsste noch mal. Sitzt am besten. Genau. So. Und den hier. Der ist eh ein bisschen kleiner, deswegen kommt der gar nicht unten hin an den Kohleteller. Dann kommen wir kurz zum Preis. Und zwar, ich nenne jetzt die Preise von kaya-shisha.de direkt. Und zwar die Kaya La Copa Complete 3.0 nennt sie sich da. Wird genauso geliefert wie jetzt hier. Und liegt bei 129,90 Euro. Gesamthöhe liegt auf 56 cm. Muss ich gerade mal schauen. Genau, passt. Aber man könnte natürlich auch, wenn man möchte, die La Copa im Koffer kaufen. Das ist auch ein sehr schöner Koffer, den blende ich auch kurz ein, dass ihr euch den mal anschauen könnt. Das ist ein Komplettset mit Disc Vortex Kopf. Und einem Classic Wave Mundstück, Silikonschlauch und Schlauchanschluss, also kompletter Schlauch und Kopf. Also ist alles direkt dabei zum direkten Loslegen, zum direkten Rauchen. Und der liegt mit Schlauch, Kopf und La Copa und Koffer bei 159,90. Was aber bei dem Koffer also gut ist, man muss die Teile nicht mehr verpacken, weil das ist schön. Genau, ist genau so ausge... Schaumgummi oder so. Genau, ist genau so gemacht worden, dass die Teile nicht verrutschen können, sondern die sind fest in diesem Koffer drinnen. Einwandfrei, also das ist wirklich ein sehr schöner Koffer. Direkt geschützt. Jo. Das sind aber jetzt die Preise von kaya-shisha.de. Ich habe auch schon bei anderen Shops gesehen, dass sie günstiger angeboten wird. Also die Preise pendeln sich so bei diesem Preis, also bei 129,90 oder 159,90 ein. Das sind die, sage ich mal, die Höchstpreise. Und ja, jetzt kommen wir mal zur Qualität, also von der Rauchentwicklung.
jetzt mit dem Windschutz auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Passt auf jeden Fall einwandfrei. Aber gut, liegt natürlich auch immer am Kopfbau und am Setup. Da kannst du nur so eine gute Pfeife haben, bringt dir nichts, wenn du das Setup verkackst. Also das passt auf jeden Fall. Die Pfeife ist sehr gut mit Rauch gefüllt und wenn man jetzt rein, kommt beim Olli minimal Rauch raus. Minimal. Kommt natürlich auch aufs Volumen drauf an, wie viel jetzt du da drin hast. Also hundertprozentig dicht ist sie nicht. Das haben wir aber bei der Egelglas auch schon gehabt. Wenn wir bei der Egelglas reingepustet haben, kam auch Rauch raus. Das, die Glaskugeln können halt nicht so dicht auch nicht machen. Richtig. Nee, aber das ist bei jeder Pfeife ein kleines Manko gewesen bis jetzt schon. Aber also ich habe mir jetzt auch mehr erwartet bei den Gummisachen. Da dachte ich echt, die macht perfekt dicht, aber anscheinend auch nicht. Nicht ganz so. Könnt ihr auch die Glaskugeln reinmachen. Aber wir reden ja jetzt vom Standardzubehör. Und deswegen, aber gut, einen Vorteil hat es halt trotzdem für die Leute, die den Rauch rauspusten wollen, aber trotzdem zu zweit rauchen wollen, weil die können den trotzdem Rauch rauspusten. Ja, geht immer noch. Bei der NPS zum Beispiel kann man es nicht, weil die macht wirklich komplett dicht. Genau. Da muss man die Kugel raustun und da muss man aber zuhalten zum Beispiel. Richtig. Naja, also das ist, ich sage jetzt mal ein ungewünschter Nebeneffekt, ja, aber funktioniert. Wobei man sagen muss, der Durchzug ist trotzdem noch gut, also den würde ich jetzt ungefähr einer MPS gleichstellen. Also der Durchzug ist ein bisschen schlechter geworden insgesamt. Da war es bei der 1 und bei der 2 ja besser, aber reicht vollkommen aus. Also ich finde, MPS, mehr wie MPS brauchst du eigentlich so gut wie gar nicht. Liegt natürlich auch nicht am Schlauch oder sonstiges, sondern immer an der engsten Stelle und die ist nun mal so gut wie immer am Schlauchadapter. Und ich sag mal so, die Leute wollen ja auch nicht atmen bei der Shisha, sondern die wollen ja trotzdem noch ein bisschen ziehen auch. Genau. Jo, also, vom Endfazit, wenn wir noch was dazu sagen wollen, auf jeden Fall zu empfehlen. Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall für die Pfeife. Was ich noch natürlich sagen muss, es ist natürlich keine Egelglaspfeife. Von der Qualität kommt sie nicht ganz hin, das ist ganz klar. Wobei sie sich stark verbessert hat, was die Qualität jetzt angeht vom Glas, wie schon gesagt. Das ist auf jeden Fall sehr gut jetzt mittlerweile bei der Pfeife. Und preislich ist sie natürlich auch attraktiv mit 130 Euro, wenn man überlegt, die Egelglas fängt bei 250 um den Dreh an und bei der Magic fängt es bei 300 an. Also das sind Dimensionen, da könnte man sich dann zwei von denen ungefähr hinstellen. Das ist halt immer so eine Sache, natürlich hat es auch mit der Qualität zu tun, ganz klar. Aber ich sage jetzt mal so, die Pfeife ist von Kaya jetzt wirklich wieder top gemacht. Kann ich wirklich jetzt nichts Negatives jetzt groß sagen, außer der Kohleteller. Hoffentlich wird das noch geändert. Und also ich finde es super, muss man auch keinen Freezer mehr dazu kaufen wie bei der 1er, ist auch schon mit im Preis mit inbegriffen, passt. Gut, dann wären wir eigentlich schon wieder am Ende. Vielen, vielen Dank geht natürlich noch an Kaya raus für die wunderbare schnelle Lieferung. Ein Tag hat der Versanddauer, ging wirklich super schnell, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Mittag bestellt und Nachmittag und am nächsten Tag in der Früh war sie schon da, also das war einwandfrei, super. Rechnet aber trotzdem 3 Tage teilweise genau. Ein, weil da DHL-Schuld, nicht die Versandunternehmen, genau. Oder die Versandunternehmen, was sage ich denn, die Shops. Genau, also aber bei mir ist dieses Mal super schnell, einwandfrei und von dem jetzt her abgesehen, war der Versand sehr schnell bei dieses Mal, kann natürlich auch länger dauern, es hängt, wie der Olli schon sagt, an dem Paketdienst, DHL. Und vor allem auch an die Entfernung manchmal. Genau, wobei er wohnt in Bremen, wir hier okay. In Bayern, ist natürlich auch ein Stück. Jo, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, das Review hat euch weitergeholfen. Wie gesagt, eine Kaufempfehlung gibt es auf jeden Fall für dieses Produkt. Die hochwertigste Kaya-Shisha, was Glas-Shisha angeht. Und dann hoffen wir, euch weitergeholfen zu haben. Zu kaufen gibt es die Pfeife bei kaya-shisha.de oder bei smoky-shisha.de und shisha-net.de und so weiter und so fort. Dann wär's das für heute. Wir bedanken uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha-Warentest-Team mit Shisha-Olli und mir, Big2B. Servus.